Heute war wieder ein klassisches Spiel vom Hamburger SV. Wieder ging es darum, oben mitzuspielen, Favorit zu sein. Ja, und der HSV hat genau das Gegenteil gemacht. Beide Tore waren echt nicht wirklich geil verteidigt. Verteidigung könnte man auch ohne spielen, macht auch nicht wirklich viel Sinn mitzuspielen. Sind ja nur 4 Spieler mehr, die man dadurch verschwendet auf dem Platz. Ja, keine Ahnung. Das Tor von denen war ja eigentlich gut. Von der Duziak und Jatta war eigentlich gut rausgespielt. Hätten die eigentlich schon von Anfang an gefühlt zu spielen müssen. Man hat ja schon gegen Hannover das Spiel zuvor 3-0 nicht führen können oder mit einer 3-0-Führung den Sieg nach Hause bringen können. Gegen Aue genau dasselbe mit 3-1. Konnten die auch nicht mit 2 Toren mehr das Spiel nach Hause bringen oder holen. Keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, wie weit es noch gehen wird, aber ich glaube, der Hamburger SV wird wahrscheinlich wie die letzten 2 Jahre zuvor wieder den Aufstieg in den letzten Spielen wieder verspielen, komplett. Ja, Tore sind in der 51. Berghoff durch Hans Honsa. In der 16. durch Tuchsuhn. In der 77. durch Duziak, Vorlage Jatta. Dadurch ist Hamburg auf Platz 2 und Darmstadt auf Platz 12.